In Marburg haben sich Frau Dr. Jacobi, Frau Stapp und Herr Hoffmann für die Barrierefreiheit ins Zeug gelegt. Aber da abgesehen von der Lahn die schönsten Orte auf dem Berg liegen, geht ohne die beiden Aufzüge im Parkhaus gar nichts. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, wir haben es nur anders rollen lassen. Das war uns ganz wichtig. Wir können keine neue Stadt machen, sondern wir haben gedacht, wir gucken mal anders. Das war unser Einsatz. Ist man einmal oben mit Rolli, Rollator oder Kinderwagen, geht's nur noch bergab. Herr Hoffmann hat extra alles vermessen. Was haben denn die Leute so zu Ihnen gesagt, als Sie mit dem Zollstock durch die Stadt gesaust sind? Naja, in Marburg ist man einiges gewohnt. Nachdem die Wege vermessen und die meisten Hindernisse beseitigt waren, hat Christine Stapf die Oberstadt auf Herz und Rolli getestet. Also bislang funktioniert es gut, weil ich von meiner Ankraft her das ja schaffe. Anfang und Ende des Rundweges liegen an Parkplatz und Busbahnhof. Das ist Marburg einfach anders gedacht. Besser. Ein barrierefreies Naturparkzentrum habe ich zwar halt und Katja strahlt gerade, weil sie jetzt ganz einfach in die Natur kommt. Für den Naturpark Habichtswald ist die Arbeit mit allen Menschen eine Selbstverständlichkeit. Mit der Jolette, so heißt der aus Frankreich extra importierte Geländerollstuhl, geht's hinauf zu den Helfensteinen auf dem Dörnberg. Katja ist begeistert. Es ist sehr bequem. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so komfortabel wäre. Es ist gut gefedert. Die Zugtiere sind auch ganz, ganz flüssig vorwärtsgehend. Ich sehe doch da schon mindestens ein Schweißperlchen. Ah, da sind noch mehr. Das Angebot des Naturparks geht allerdings weit über die Jolette hinaus. Einmal für blinde und sehbehinderte Menschen bieten wir eine Blindenführung im Bergpark an. Und wir haben eine Naturparkführerin, die Gebärdensprache beherrscht. Und die kann dann natürlich auch entsprechend Führungen für Hörgeschädigte machen. Die Jolette kann man für 10 Euro am Tag ausleihen und sie passt nach Einweisung in jedes Auto. So. Auch in Fritzlar hat es große Anstrengungen gegeben, die Dom- und Kaiserstadt für alle und mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Behinderten-WC gleich hinter dem Parkplatz und Rollis haben einen eigenen Fahrweg. Das Regionalmuseum im Hochzeitshaus wird noch einen eigenen Aufzug bekommen, aber schon jetzt ist es gut zu erreichen und zu besichtigen. Es funktioniert alles einwandfrei. Die Höhe ist wirklich gut, alles schön eingestellt, muss man schon ehrlich sagen. Man kann wirklich einen Überblick über alles. Das passt. Also wir sind bei weitem noch nicht fertig mit der Umsetzung des Gesamtprojektes. So fehlt zum Beispiel noch ein Tastmodellparcours, der derzeit in der Planung ist, und viele andere kleine Dinge. Der Dom zu Fritzlar war für Rollstuhlfahrer nur mit Hilfe und großem Aufwand zu besichtigen. Jetzt hat er einen eigenen, einfachen Zugang. So, dann geht die Tür auf. Die Stadtführergilde Pro Fritzlar hat sich viele Gedanken gemacht und eine ganze Kette von Angeboten erdacht. Behindertengerechte WC-Anlagen im öffentlichen Raum, barrierefreie Wege bis hin zu Hotellerie und Gastronomie. So können Stadtführer und Stadtmarketing die Zertifizierung Reisen für alle in Angriff nehmen. Traum.